Gründlich überarbeitet präsentiert sich Hondas CR-V für das Modelljahr 2015. Das äußere Erscheinungsbild wurde auf Dynamik optimiert, vorne etwa ein neuer Kühlergrill und hinten dezente Änderungen an Leuchten, Heckklappe und Stoßfänger. Verbesserungen am Fahrwerk sowie aufwendigere Geräuschdämmung sollen für mehr Komfort und Fahrspaß sorgen. Mit dem neuen 1,6 Liter Dieselmotor aus Hondas Earthbreams Technology Baureihe wird der bisherige 2,2 Liter Diesel ersetzt. Bei gleichem Drehmoment ist der neue mit 160 PS um 10 PS stärker. Auf ersten kurzen Testfahrten erwies sich das Aggregat als sehr kultiviert und harmonisch in der Leistungsentfaltung. Interessant ist die Option mit der neuen 9-Gang-Automatik, die schon nach wenigen Kilometern als sehr empfehlenswerte Variante erscheint. Gangwechsel sind kaum spürbar, Beschleunigungsvorgänge verlaufen souverän. Ebenfalls neu im CR-V ist das Infotainment-System Honda Connect. Es baut auf dem Betriebssystem Android 4.0.4 auf und ermöglicht internetbasierte Anwendungen bzw. die Verwendung von Apps. Honda bietet einen eigenen App Store an. Für diverse Android-Handy-Modelle soll auch Mirrorlink möglich sein. Als Weltneuheit wurde der intelligente Abstandstempomat des CR-V vorgestellt. Das System berechnet nicht nur den Abstand zum direkt vorausfahrenden Fahrzeug, sondern kalkuliert auch das Einscheren anderer Fahrzeuge auf die eigene Spur und kann darauf reagieren. Der neue Honda CR-V kommt im April 2015 nach Österreich. Die 9-Gang-Automatik-Version folgt im Juni. Das Motorenprogramm umfasst den 120 PS Diesel, den neuen 160 PS Diesel und den 155 PS Benziner. Die Preise wurden angehoben bei allerdings verbesserter Serienausstattung und beginnen nun bei 26.950 Euro für den Benziner Fronttriebler. Der 120 PS Diesel startet bei 28.550 Euro. Der neue 160 PS Diesel ist in Kombination mit Allradantrieb ab 35.945 Euro erhältlich. Mit 9-Gang-Automatik um ca. 2.000 Euro mehr.